Ich mag dich, du magst mich. Bessere Zuseher als euch gibt's nicht. Wir umarmen uns und loggen auch gleich in. Online-Zuckermanager mit Spisaro ist hier. Gremio! 27. Spieltag. 4-0 Sieg. Toller Sieg für unsere Mannschaft. Gar keine Werbeanzeige. Was will man mehr? Ja, und damit auch wieder mal unsere normale Begrüßung hier. Herzlich willkommen zu Online-Zuckermanager. Spisaro ist hier mit euch zusammen bei unserem 4-0-Sieg gegen den Santos, die sich nicht sehr gut geschlagen haben. Alex Telles, Marinakis, Barkos und Vargas haben getroffen. Sensationell. Sao Paulo natürlich auch wieder mal gewinnen müssen. Denen fällt ja auch nichts Besseres ein. Ja. In der Aufstellung fehlen ein paar Spieler. Wer ist denn weg vom Fenster? Dann darf Felipe Anderson spielen. Wie schauen wir aus mit der Fitness, meine Burschen? Super, schauen wir aus. Na, was denn sonst? 17 und 14 Tore. Optimal, meine Freunde. Ja, was jetzt schaut hier, was ich sehe. Ein Plus bekommen, die neue Aufstellung dürfte ganz gut sein. Ja, schaut ganz geil aus. Gefällt mir, ja. So, und Alex Telles, der hat gleich mal getroffen. Der hat seine Chance genützt, obwohl ich hier einen Rodolfo habe. Aber der hat gesagt, ich schaffe das auch so und tatsächlich macht er das auch so. Gut, genug diskutiert und herumgeredet. Jetzt gehen wir mal weiter, bitte. Jetzt gehen wir mal da so in das individuelle Training hinein. Ja, das ist ein bisschen blöd für Felipe Anderson ausgegangen, aber das ist ja auch nicht so schlecht, wenn wir hier den Toni Bastic ein bisschen wieder hochtrainieren. Ist jetzt auch schon 85er. Ja, gut. Dann haben wir denn da dann so ein Cedric oder Silva. Dann nehmen wir natürlich Silva. Ja, hier haben wir dann einen Rodolfo auch zum Trainieren, würde ich mal sagen. Und hier haben wir auch Dida, der auch trainieren möchte. Ja, und hier kaufen wir gleich eine PS4 dazu und so weiter und so fort. Ja, gut. Dann schauen wir mal so ein bisschen am Transfermarkt, ob sich da irgendwie etwas getan hat. Und ich rede am besten auch wieder normal. Ja. 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 Aber hier gibt es ja gar nichts und deswegen sparen wir uns auch unser Geld, weil warum sollten wir unnötige Sachen kaufen? Was steht noch so heute in der Zeitung? Ist ein bisschen in der Früh, 10 Uhr habe ich es gerade so ein bisschen und ja, Santos hatte keine Chance gegen Gremio. Santos beim Anstoß zum Spiel zwischen Santos und Gremio feierten die Fans auf der Tribüne bereits eine riesige Party. Gremio war der klare Favorit bei den Buchmachern, will gewinnen, war davon jedoch nicht beeindruckt. Nur dass ihr es wisst, will gewinnen ist der Manager-Name von Santos. Manager von Santos. Meine Spieler sind hoch motiviert, sagte er vor dem Spiel. Deshalb glaube ich an ein gutes Ergebnis. Nur kurz nach dem Anstoß stand es bereits 0-1. Alex Telles traf schon in der zweiten Minute. Gremio gelang ein weiterer Treffer. Marinakis traf in Minute 3 ins Schwarze. Wow, zweite und dritte Minute und beides Verteidiger. So kann es einem gehen. Barkos schoss in der 12. Minute das dritte Tor seiner Mannschaft. Das Tor, das Vargas anschließend noch erzielte, war nur mehr für die Tordifferenz interessant. Dieser Sieg gibt uns viel Selbstvertrauen für die Zukunft. Wie super gespielt und ein verdienter Sieg. Was will man mehr? Freute sich Spisaro nach dem Sieg über Santos. Will gewinnen, saß bloß da und wirkte ziemlich enttäuscht. Ja, in der 11. Woche haben wir Baumann, Alex Telles oder wie man ihn ausspricht, Guilherme Piteco. Das war's auch schon. Ja. Ja gut, Freunde. Wir sind in der Zeitung mit einem ziemlich coolen Artikel. Wir haben zu viel Kohle für
So, wir haben zu viel Kohle für keine Spieler. Ja, wir haben 4-0 gewonnen. Verteidiger trifft in der zweiten und dritten Minute. Ja, so ist das Leben, würde ich sagen. Ist ganz chillig. Cool. Dann würde ich sagen, raucht euch nichts ein, nehmt keine Drogen, abonniert mich, knallt den Daumen nach oben. Und das war's auch schon. Na gut, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wann das Video da oben ist. Oder ein schönes Wochenende oder was auch immer. Bis dahin, meine Freunde, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.